Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 für die Xbox 360. Im letzten Part sind wir nun scheinbar wirklich von dem Breschersee durch die verlorene Stadt geflohen. Ich muss mal kurz meinen Kater streichen, der guckt mich kurz so süß an. Und haben den einen Bosskampf gegen dieses Garuda-Dingster geschafft. Und ja, haben dann ein Flugzeug gefunden. Wie gesagt, sind jetzt weg. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, fein. Let me help. Jetzt geht's ja doch in einen Kampf über. Ich dachte, der ganze Kampf bleibt eine Sequenz, aber nein. Drei Leute bleiben übrig. Wir sind allein, aber das sind ja Gott sei Dank die, die nur, wie gesagt, nur ein, zwei Schläge aushalten. Was habe ich denn? Was habe ich denn hier eigentlich? Brecher, Verteidiger, Verheerer. Ja, ich bleibe mal beim Brecher, glaube ich. Ich darf nicht mitsummen, habe ich vergessen. So, und das ist jetzt eine der meiner Meinung nach schlimmsten Sachen in dem Spiel. Die Esper, beziehungsweise Beschwörungen, GF, Eidolons, wie auch immer sie in den ganzen Final Fantasy hießen, sie sind hier einfach halbe Fahrzeuge. Sie sind einfach halbe Fahrzeuge und das ist so grauenvoll, wie konnte man sowas, wie konnte man denen sowas antun. Sie waren so schöne Wesen und jetzt zum Beispiel Shiva, beziehungsweise hier die Shiva-Schwestern, die sind einfach ein Motorrad. Ein Motorrad. Ich meine, warum? Ja, egal. Die Shiva-Schwestern sind Esper, übernatürliche Wesen, die auf mystische Weise mit einer Sea verbunden sind. Wenn die Sea ihre Esper im Kampf bezwingen, erlangen sie Macht über diese. Ja, gucken wir uns mal kurz an. Ach ja, das war ja die Scheiße. An dem Kampf hier bin ich, glaube ich, tausendmal verreckt. Mal gucken. Der Kampf gegen Esper wird durch das Todesurteil zeitlich begrenzt. Genau, wenn Lucia eine Esper Schaden zufügt, steigt die Metamorph-Anzeige über den Kampf. Um den Kampf gegen die Esper siegreich zu beenden, muss X gedrückt werden, sobald die Anzeige ganz gefüllt ist. Okay.
Was gewöhnlich an. Doch sie unterscheiden sich jeweils von Esper zu Esper. Dieser Rosse von der Außennetz ermöglicht einen schnellen Sieg. Die Metafertigkeitenanalyse liefert wichtige Hinweise, so schön ist, als wäre es im Kampf gegen die Schirmerschwestern eine defensive Rolle von vorher. Aha. Das habe ich zum Beispiel damals nie getan. Aber gut, kann ich die Shiva Lies ja gleich mal analysieren. Und Verteidiger. Ich habe gesagt, Analyse, ihr Bauernkinder. Analysier mal. Huah! Ah, hatte ich das schon. Was haben wir denn hier? Alles normal. Schockwert nichts, bla. Mhm. Jetzt nicht wirklich was gebracht, aber okay. Gut, Verteidigung spielt ja eine defensive Rolle, ja. Der Balken füllt sich tatsächlich, wenn ich mich einfach verteidige. Scheinbar. Sieht zumindest gerade danach aus. Oh. Irgendwie, wenn ich ihre Verteidigung, ihre Angriffe abwehre oder was ist das hier? Ja, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das möchte. Ich hätte jetzt gedacht, weil sie Eis ist, bringt vielleicht doch Feuer was. Aber nö. Na gut, wechseln wir wieder zum Verteidiger und verteidigen uns einfach, bis wir tot sind. Und dann gucken wir mal. Weil die Leiste ist merkwürdigerweise schon fast halb voll. Und die Zeit ist fast halb leer. Machen wir ganz schnell weiter. Ja, ich verstehe es nach wie vor nicht ganz. Ich bleibe einfach mal bei der Verteidigerrolle, weil irgendwie hilft es ja gerade. Ah, wenn sie das macht, ich muss einfach ihre großen Angriffe verteidigen. Und dann kriege ich voll viel Punkte drauf. Jetzt muss sie die Angriffe natürlich nur noch machen. Und die andere, die halt mich halt immer dauerhaft, damit ich auch wirklich nicht sterbe. Das wäre natürlich auch doof, sterben bevor die Zeit abläuft. Ja, aber wie gesagt, jetzt muss ich nur noch hoffen, dass sie weiterhin mal schön ihre Attacken auf mich macht. Ja, noch einmal diese Attacke blocken und dann sollte es das gewesen sein. Was für ein doofer Kampf. Ich muss einfach die ganze Zeit verteidigen. Was ist denn das? Im Ernst, what the fuck? So, ganz schnell weiter. Es ist auch der Metamorph-Modus, bla. Okay, ja. Ich muss es auch nicht mal blocken. Ich muss es im Prinzip nur aushalten. Ich muss also eigentlich gar nichts machen. Ich werde ja auch geheilt. Ja, ich habe ein Motorrad. Ein Shiva-Motorrad. Zeitvorgabe 23 Minuten, wie ist denn das? So viel Zeit habe ich doch gar nicht. Hä? Total bescheuert. Und wir haben jetzt Shiva. Das ist total bescheuert. Ich finde das so doof. The twin sisters. I gotta hand it to you for taking them down. But don't gloat just yet. Might come a time you wish you'd let them end it. And made things easy. More of you, huh? He's a lessee. Take him. Back off. You want to keep breathing? Shut up and come quiet. This way! Careful now! Come on! Sarah! Sarah!
Shut it. Stand down. You two. Why are you helping them? If I were you, I'd worry about myself. Genau so macht man das. Next, an update on the status of the purge. Just moments ago, the Sanctum announced the successful conclusion of the purge, along with the safe arrival of the cocoon migrants to their new homes on Pulse. Yes, that is correct. There's no denying the enormity of the strain the purge placed on us all. But given the tens of millions of lives at stake, there truly was no alternative. Primarch Deisley stood by the move, stressing the necessity of the relocation. When asked about the possibility of future purges, the Primarch remained non-committal, stating only that he would seek counsel with the Falsi Eden and weigh all options before making a decision. Yeah, that's right. If it makes the Sanctum look bad, it never even happened. In all the centuries since the War of Transgression, Cocoon has been spared Pulse aggression and prospered for it. It is essential that we maintain this peace. That is the Sanctum's focus. We will continue employing every resource available to combat these threats to the harmony of our society. Meaning, we'll be running for the rest of our lives. Hey. Mm-hmm. Who is this guy? I mean, what do they teach kids these days? He's Gallant Deisley, the Sanctum Primarch. Murderer in chief. According to our Insta poll, nearly 90% of Cocoon citizens agree with the Sanctum's handling of the purge. 70% of respondents said they would also support additional purges were the need to arise. Let's purge everybody. That'll fix it. Oh, hey. Points for perseverance. A Sanctum foul sea up close and personal. Cocoon's own light in the sky.
again. Fly in. We'll lose him in there. I like this foul sea. There's more of them! Es ist auf jeden Fall eine richtig schlaue Idee, in die quasi Sonne zu fliegen, dieses Planeten, Cocoon, wie auch immer. Es ist vielleicht nur so mittelschlau, aber ja, deren Entscheidung. Wenn sie meinen, das passt, dann passt das bestimmt. Piswheel oder Piswile, Wheel, Vile, ich weiß es nicht. Okay, kurz mal einen Einzelkampf scheinbar. Oder auch nicht. Hey, wake up! You gotta wake up! Look! Oh. Hey, slow down! Ready! Gotta keep you kids safe, right? Ich wäre auch für einen Einzelkampf gewesen, weil die Pantherons, die können eh nichts. Also das hätte ich auch so geschafft mit Lightning allein, aber okay. Das sind gleich 4 Stück. Boah, Alter, jetzt übertreiben sie aber, Alter. 4 Stück. 4 Pantherons auch noch. Auf einmal! Jetzt geht ja gar nicht klar. So. Ja, das war jetzt gerade mal sozusagen der erste. Nein, im Prinzip sogar der zweite Ortswechsel in dieser Story. Ah. Beat. What? No break? They're tracking us. I know that. I know that, but we aren't soldiers. We don't have your kind of stamina. You got enough to complain. Oh, that's... You... Forget it! I think... I'd stick with her if I were you. Later then. Come on, let's get going. Get going to where, exactly? The whole of Cocoon's against us. No matter how far we run, there's no escape. That Seath clock? It's still a ticket. There's still time. You give up too easy, old man. I'm not giving up. There are some things that you just can't change. A kid like you would not understand. Yeah, I'm a kid. I don't understand. Well, I guess we can be fugitives together. Oh. You ready? Ready! Oha. So, wir haben uns wieder mal gespalten. Wir sind jetzt sozusagen 3 Gruppen. Snow allein oder bei dieser komischen Frau von dieser komischen Organisation. Dann da hinten Lightning und Hope und hier gerade Sash und Vanee. Paradigmenpunkte, sage ich schon. Kristallpunkte haben wir ein paar. Ach stimmt, Fähigkeiten können ja jetzt erweitert werden. Aber ich wollte gerade sagen, aber wir haben jetzt hier nichts zum Erweitern, aber doch klar. Was kennen wir denn hier beim Verheerer als nächstes? Stromangriff, was auch immer das ist. Hier interessiert mich jetzt aber tatsächlich gerade mal der Augmentor ein bisschen sehr. Weil der Augmentor ist wirklich eine sehr tolle Klasse zur Unterstützung. Und ja, die interessiert mich entsprechend. Hast du was Neues? Nein, es hatte nur noch
Doch, du hattest den Manipulator. Ja, genau, den hier. Weil der Protest, das ist sozusagen das genaue Gegenstück zu dem Augmentor. Denn der Augmentor ist ja so, der packt alle möglichen positiven Statusveränderungen. Ist nicht bei. Ach nee, 20 Minuten, gut. Ich hab's 30 gelesen. Auf dich. Der macht, dass du eigentlich total gut verteidigt bist gegen Magieangriffe, gegen So-Angriffe. Der macht deine Magie stärker und deine Angriffe und alles sowas. Allerdings, der Manipulator hingegen macht alle möglichen negativen Statuseffekte auf den Gegner. Also zum Beispiel statt Protes, was die Verteidigung gegen Angriffe ist, gegen normale Angriffe, gegen physische Angriffe, macht der Augmentor, der Manipulator halt Deprotes auf die Gegner. Deprotes ist also, dass die dann weniger Verteidigung gegen die Angriffe haben. So, sie würde hier Feuer erlernen beim Verheerer. Ich guck mal kurz. Beim Manipulator würde sie Angriffskraft bekommen und beim Heiler Magie. Magie ist cool und sie ist ja gerade mit Sarge zusammen und der hat schon Feuer. Ich denke mal, da ist das gerade nicht so schlimm. So, dann machen wir noch ganz schnell die Paradigmen. Doppelsekünds, Verheerer, Verheerer, Augmentor, Manipulator. Verheere Heil. Oh, Augmentor Manipulate, das ist immer ziemlich cool. Der eine packt alles mögliche Positive auf uns, der andere macht alles mögliche Negative auf ihn. Das ist so gut für den Anfang eines Kampfes oder so. Einmal schnell uns stärken, die Gegner schwächen und dann alles draufhauen. Das ist ziemlich cool. Dann hätte ich allerdings ganz gerne auch noch einen Verheerer und einen Manipulator. Ich glaube, ich kriege ja sogar alle Kombinationen hin. Einen Augmentor und einen Heiler. Ja, kriege ich tatsächlich. Und einen Augmentor und einen Verheerer, ja. Da haben wir die Doppelsequenz, die das Diversionsgefäß, Gefecht, Gott, bin ich behindert, die Partitionsattacke, die Sukzessivtilgung, so, die eiserne Front und den stählernden Angriff, das ist cool, das ist cool. Aber ich glaube, Verheerer möchte ich weiterhin als stark Paradigma behalten. Ja. Silberarmreif haben wir bekommen, das ist cool. Das ist richtig cool. Die Dinger hauen rein. Die sind ja TP plus 100. Gucken wir mal, wen wir dem gegen. Wir haben einen neuen Shop. Und wir haben für Snow halt den Schieberstein. Was hast denn du gerade? Magier-Siegel. Ärztewissen. Ne, von euch bekommt keiner das, den Silberarmreif. Den bekommt entweder Lightning, aber ich glaube, die hat das schon. Oder halt Snow. Snow sage ich schon. Hope. Weil, ja. Ja, ihr habt's auch richtig gesehen, ich sag tausendmal, ja, das habt ihr auch richtig gehört, ihr habt's richtig gehört, ich bin so verpeilt heute. Lightning geht jetzt mit Hope erstmal allein rum, was so viel bedeutet, wir werden gleich einen kleinen Teil mit Lightning und Hope allein machen. Hope kennen wir ja so ziemlich noch gar nicht im Kampf, außer da am Anfang, als er einmal allein mit Vanille rumgelaufen ist, und so. Aber jetzt ist er ganz allein als, sagen wir mal, Schwächling mit einer unserer Stärksten zusammen, mit Lightning. Das ist, ich fand das damals ziemlich problematisch, aber man kann sich dann gewöhnen. So, wo haben wir den nächsten Speicherpunkt? Der ist da oben auf beiden Seiten. Aha. Ja, dann gehe ich mal schnell speichern. Rechts lang kommen wir zu Hope und Lightning. Da können wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht lang. Ich glaube... Oh nee! End of the road. But at least it's not the end of the line. Ah, wie, jetzt schon Wechsel? Nee. Ma, lass mich weiter Sash und Vanille spielen, bitte. Aha, Rückblick. Auch okay. Coming. Wow.
Greeny, Farron. Wishing on fireworks, were you? And you call yourself a soldier. Sorry, Lieutenant. But I really don't think guard duty is my calling, sir. Well, lucky for you, your shift just ended. Pack it up and go home. But, sir... SCICOM found something in the vestige nearby. They don't want the Guardian Corps here stepping on their toes. I'm sure you heard about the accident at the Uriday Gorge Energy Plant, and how it has the SCICOM lads in a tizzy. Yeah. More incident than accident. Something pulse-related. You're taking tomorrow off? Sir, for my birthday, sir. My sister, she insisted on it. 21, huh? Maybe it's a good time to send off that letter of recommendation for officer training. Lieutenant! You're past due for a promotion, Farron. Think of your sister, and your future, and, keep your nose out of trouble. Out of SCICOM business, you mean? Yeah. Nothing good'll come of it. Nothing but grief. Whoa, look at that one! Whoa, how right you were, Lieutenant. Just you? For now, I guess. Should we wait? They'll catch up, eventually. Die Rolle Augmentor, ja, bla. Die Rolle Augmentor habe ich inzwischen schon kapiert. Nein. Gut, dann stelle ich auch hier nochmal ganz schnell die Paradigmen ein. Und die Kristallium-Punkte. Hey. Ich würde gern den Brecher aufstufen. Habe ich hier irgendeine neue schöne Fertigkeit? Was für ein Stoß? Marterstoß, okay. Lerne ich mal eben. So. Und bei ihm hier würde ich gerne den Augmentor weiter ausbilden. Obwohl, Moment. Wir haben jetzt gerade keinen Heiler mehr hier. Ich mach das einmal, weil es da Heilung gibt. Also Energie meine ich. Was haben wir beim Verheerer? Was würdest du denn hier lernen? Aero, okay, machen wir mal schnell. Wenn das reicht. Reicht, kostet genau 90, okay. Dann verzichten wir erstmal noch auf Vallum. Was war ein Vallum eigentlich? Magische Resistenz steigt, gut. Das kenne ich eigentlich als Shell, glaube ich. War das nicht Shell? Na, ist ja auch egal. So, ganz schnell die Paradigmen. Brecher, Verheerer, Brecher, Augmenter, Brecher, Heiler, Verheerer, Verheerer. Ich würde ganz fragen, fehlt noch was? Aber natürlich, es fehlt noch Verheerer, Augmenter und Verheerer. Heiler. Dann haben wir Extermination, Stärkungsattacke, Partikularattacke, Doppelsequenz, stillender Angriff und Partitionsattacke. Gut. Ja. Der Part ist jetzt wahrscheinlich etwas länger geworden. Wahrscheinlich über 20 Minuten, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ich schätzen würde, so 22, 23. Bin jetzt gerade zu faul, darüber zu gehen und nachzuschauen. Jedenfalls würde ich damit erstmal sagen, das ist das für den ersten Part gewesen. Für den ersten Part, wie bescheuert bin ich denn jetzt schon wieder? Für den Part gewesen sein soll von Let's Play Final Fantasy 13 für die Xbox 360 und würde damit sagen, wir sind jetzt im nächsten Part wieder. Ja, allerdings. Biese Dade. Und ciao.